Es folgt schwules Spatenwissen. Und ich dachte tatsächlich damals, dass ich das alles auswendig lernen muss, als vorbildlicher junger Schwuler. Ha! Gay! Hallo ihr alle, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und wie ich gerade schon sagte, jetzt kommt schwules Spatenwissen. Wir beschäftigen uns mal mit den sogenannten Hanky Codes. Das waren Farbcodes, die man damals benutzt hat, die aber irgendwie so langsam wiederkommen. Wofür diese einzelnen Farbcodes gut waren, ist einfach erklärt. Die haben nämlich angezeigt, auf was man im Bett steht. Damit meine ich jetzt aber nicht auf Mann oder Frau, sondern viel detaillierter. Damals, noch vor meiner Zeit, wo ich noch jugendlich war und noch so gar nicht drüber nachgedacht habe, in irgendwelche schwulen Clubs zu gehen oder so, da ist das so langsam schon ausgedümpelt, diese Farbcodes, aber die waren echt effektiv. Heutzutage, wenn man sich auf irgendwelchen Homo-Social-Media-Plattformen irgendwie verabredet oder datet, dann klärt man ja so die Vorlieben, bist du eher aktiv, passiv, magst du das, magst du dies, das klärt man ja irgendwie im Gespräch, während man schreibt. Damals konnte man das nicht, da musste man in eine Kneipe, in eine Bar gehen und da mochte man ja auch nicht mit jedem immer erst vorher durchkauen, pass auf, ich stehe übrigens auf das, ich stehe auf das, hast du darauf auch Bock oder nicht? Und deswegen erfand man oder haben sich diese Hanky Codes durchgesetzt. Hanky ist der englische Begriff für Halstuch, für Tuch allgemein. Und dann hat man einfach eine kleine Tabelle, eine kleine Liste zusammengeschrieben, die gesagt hat, weiß bedeutet das, hellblau bedeutet dies. Und dann konnte man die jeweilige Farbzusammenstellung entweder in der linken oder in der rechten Gesäßtasche oder aber um den Hals tragen. Und das hat dann den anderen gezeigt, ah, guck mal, der steht auf das, der steht auf das. Und schon war der Drop so ein bisschen gelutscht. Ihr merkt also schon, wir befinden uns so gar nicht wirklich im Dating oder im Kennenlernen für eine Beziehung, sondern wir befinden uns ganz klar beim Cruisen. Also man geht irgendwo hin, nur zum Knattern. Das ist jetzt vielleicht für die Heterosexuellen ein bisschen komisch zu verstehen, aber ja, im schwulen Umfeld ist das durchaus gang und gäbe. Natürlich machen es nicht alle, ich weiß. Aber im schwulen Umkreis ist das tatsächlich gang und gäbe, dass man sich an Orten trifft und da einfach nur vögelt. Da werden wir Schwule auch gerne mal von den Heteromännern drum beneidet, denn wir müssen nicht groß labern oder telefonieren oder was essen, trinken gehen, um einfach mal Spaß zu haben. Bei uns kann es schon reichen, irgendwen anzuschreiben, einfach nur mit dem Wort Fun, Fragezeichen, und dann kann zurückkommen, ja, klar. Und dann wird gebumst, ohne groß Blabla oder noch groß kennenlernen. So, kommen wir aber mal zu den Details. Ich erwähnte ja gerade, dass man das Tuch entweder in die linke oder in die rechte Gesäßtasche machen kann oder eben um den Hals tragen kann. Das hat folgende Bewandtnis. Ein Farbtuch in der linken Gesäßtasche bedeutet aktiv und ein Farbtuch in der rechten Gesäßtasche bedeutet passiv und um den Hals bedeutet es, ich mache beides. Aktiv bedeutet also immer, ich mache selbst und passiv bedeutet, bei mir wird etwas gemacht. Das müssen wir uns jetzt für die nächste Liste im Hinterkopf behalten. Aktiv, ich mache selbst, passiv, ich bekomme irgendwas. Bei den Farbcodes gab es so zwei Bereiche. Einen Bereich, der ziemlich basic war, den irgendwie jeder kannte. Und dann gab es irgendwann auch eine Erweiterung, die aber wirklich sehr speziell ist. Ich werde euch die Farben jetzt aufzählen und ihr könnt ja dann gerne danach in die Kommentare schreiben, welche Farben für euch zutreffen würden und in welcher Gesäßtasche. Sollte ich das vielleicht auch noch in die Jungsfragenliste mit aufnehmen? Oder es wäre eine Idee, sobald einer sagt, er ist bisexuell, dass er dann nur noch auswählen kann, welchen Henke-Code er bevorzugt. Oh, das ist spannend. Obwohl, eigentlich könnte man den ganzen Kram auch auf den Hetero-Bereich ausdehnen. Warum eigentlich nicht? Okay, hier kommen die Fragen. Links getragen mache ich selber, rechts getragen bekomme ich gemacht. Weiß, Masturbation. Bedeutet also als Beispiel, wenn ich ein weißes Tuch in der linken Arschtasche habe, dann mache ich es bei irgendwem anders. Und wenn ich ein weißes Tuch in der rechten Arschtasche habe, dann lasse ich mir schön einschleudern. Und um den Hals natürlich, ich mache beides. Himmelblau, Oralverkehr. Links also ich blase, rechts ich bekomme eingeblasen. Marineblau, Analverkehr. Links, ich stecke rein, rechts, ich bekomme reingesteckt. Grau, Fesselspiele, also so leichtes BDSM, so harmloses Fesseln ohne groß Gewalt oder Schmerz oder so. Schwarz, richtiges BDSM, also da kann es dann auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen, da kann es auch mal gerne mit Schmerz zu tun haben. Ein rotes Tuch bedeutet Fisting, also die ganze Faust hinten rein. Das muss man aber auch echt mögen oder dafür auch gebaut sein, weil ansonsten zerreißt dir das wirklich alles. Das ist auch eine sehr spezielle Taktik.
Und noch spezieller wäre dann die Farbe Gelb. Gelb sind Urinspiele. Also links getragen, ich pinkel irgendwen an und rechts getragen, ich werde angepinkelt. Muss man auch mögen. Und genauso speziell ist dann auch die Farbe Braun. Und da könnt ihr euch sicherlich jetzt schon denken, was das bedeutet. Und zwar tatsächlich Kotspiele. Das sind aber alles so Sachen, die sind super, super selten. Und da muss man auch lange jemanden suchen, um das mit irgendwem anders auszuleben. Das ist also wirklich eine Seltenheit. Die Farbe Orange ist dann so der Joker oder die Ansage, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Orange besagt, ich mache alles, mir ist alles scheißegal. Einen sehr interessanten und spannenden Fakt finde ich, dass man zu der damaligen Zeit ja noch nicht so wirklich Kondome benutzt hat. Denn Kondome war zu der damaligen Zeit was für Ehepaare oder für heterosexuelle Paare, so ist besser, damit sie eben keine Kinder bekommen. In schwulen Kreisen wurden die Kondome ja dann erst wichtig wegen HIV und dann im weiteren Verlauf auch AIDS. Das war aber früher ja nicht so das große Thema. Das fing ja alles erst Ende der 80er an. Das ist jetzt natürlich auch schon 30, 40 Jahre her, aber das war halt, damals war das nicht so wirklich ein Thema. Und deswegen haben sich manche Männer, manche Schwulen, dann ein schwarz-weiß kariertes Tuch auch in die jeweilige Tasche gesteckt, weil das bedeutete nämlich, ich spiele zwar mit dir, aber nur safe. Bedeutet, ich achte drauf, kein Sperma abzubekommen oder ich nehme Kondome und sowas. Und heutzutage ist das ja irgendwie, hoffentlich, so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen, dass sich jeder versucht selber zu schützen. Entweder durchs Kondom oder aber durch die PrEP-Pille. Wer nicht weiß, was die PrEP-Pille ist, der guckt sich gerne dieses Video an. Da erkläre ich das genauer. Mit der PrEP-Pille bist du von innen vor HIV geschützt. Und ja, es wirkt. Wie gesagt, für die Details und Einnahmen und Nebenwirkungen guckt bitte ins Video. Das war jetzt jedenfalls die Basic-Liste. Diese Farben kannte irgendwie jeder. Und auch wenn das die letzten Jahre, Jahrzehnte irgendwie immer weiter zurückgegangen ist mit den Tüchern, entdecke ich aber, dass dieser Farbcode irgendwie wiederkommt. Zwar dann auch im Fetischbereich mehr und da sieht man es dann, dass die Leute eher Armbänder haben, ne? Links und rechts getragen und so statt des Tuchs im Hintern. Und ich meine, vielleicht wäre das ja auch für das ein oder andere Datingportal auch eine interessante Sache, irgendwie diese Hanky-Codes anzukreuzen, dass man direkt, wenn man irgendwie die Typen da durchscrollt, dass man direkt weiß, ach, der ist eh nicht mit mir kompatibel oder so. Oder der möchte gerne das, das möchte ich aber nicht oder so. Eine Idee wäre es. Kommen wir jetzt zu der erweiterten Liste. Rosa bedeutet Dildo-Spiele, Altrosa, also dunkles Rosa, bedeutet Brustwarzen bearbeiten, also Tittentrimming, Magenta bedeutet Achselhöhlen auslecken, Fuchsia bedeutet Spanking, also Klaps auf den Po geben, Bordeaux bedeutet Dominanz, Beige bedeutet Rimming und Senfgelb bedeutet großer Penis. Was? Hellgrün steht für männliche Prostitution, Olivgrün steht für Rollenspiel, so im Militärstil und Waldgrün ist auch Rollenspiel Vater-Sohn, ne? Also so alt und jung. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Farben für euch zutreffen würden, egal ob schwul oder hetero. Das ist mega indiskret. Naja, wer es machen will, ist herzlich dazu eingeladen. Wenn es euch gefallen hat, jetzt den Daumen nach oben, die Jungsfragen abonnieren, die anderen Videos schauen. Ich wünsche euch was, auf bald. Tschüss. Senffarbe. Woher bekomme ich denn ein senffarbenes Tuch? Oder direkt ein Bettlaken? Das Bettlaken, das ist gut.